Willkommen zurück zum Videolernzyklus vom Arbeitsblatt Quadratische Gleichungen. Wir sind jetzt in dem Fenster, wie viele Lösungen gibt es? Und das heißt, in diesem Video wollen wir uns anschauen, wie viele Lösungen eine quadratische Gleichung überhaupt haben kann. Und dafür werfen wir zunächst einen Blick auf den Funktionsgraphen der ganz einfachen quadratischen Funktion x zum Quadrat. Wie dieser Funktionsgraph aussieht, hast du sicher schon mal gehört und weißt du schon, das ist eine so nach oben geöffnete Schale. Ich skizziere es hier nochmal zur Wiederholung hin und als Erinnerung für dich, diese Form nennt man übrigens Parabel. Unsere erste Aufgabe ist es nämlich, diese drei Funktionsgleichungen hier, also die Funktionsgleichung für f, g und h, ihren entsprechenden Graphen zuzuordnen. Schauen wir uns mal die Funktionsgleichung für die Funktion f an. Hier steht f von x ist gleich x zum Quadrat plus 1. Das heißt, wir erwarten hier genauso eine Parabel, wie wir sie hier skizziert haben, aber um 1 nach oben verschoben. Wenn wir nun die drei Graphen anschauen, dann kann das eigentlich nur ein einziger Graph sein, nämlich bei mir hier der gelbe. Dieser Graph hat nämlich die Form von auch so einer Parabel, aber genau um 1 nach oben verschoben. Das heißt, wir können hier in dieses Kästchen f hineinschreiben. Die zweite Funktionsgleichung lautet g von x ist gleich x zum Quadrat minus 6 mal x plus 9. Und das Ganze können wir auch umschreiben als ein Binom, also in Klammer x minus 3 in Klammer zu zum Quadrat. Denn wenn du sozusagen das hier wieder ausmultiplizierst, die binomische Formel kennst du ja schon, dann hältst du wieder genau diesen Ausdruck her. Das heißt, hier haben wir auch wieder ein x zum Quadrat, das heißt, wir erwarten auch wieder eine Parabelform, aber wenn wir uns diesen Ausdruck hier rechts anschauen, dann siehst du hier, wir haben hier x minus 3 stehen und dann das Ganze zum Quadrat. Und jetzt überleg dir mal hier die Situation, wenn du hier für x genau 3 einsetzt. Dann steht hier 3 minus 3, da kommt insgesamt 0 raus und das Ganze zum Quadrat, 0 zum Quadrat ist natürlich 0. Das heißt, wir wissen, dass die Funktion mit dieser Gleichung hier eine Nullstelle bei genau 3 haben muss. Wenn wir uns nun die beiden übrigen Funktionsgraphen ansehen, dann sehen wir, dass hier dieser violettfarbene genau bei 3 eine Nullstelle hat. Das heißt, dieser Graph ist der zugehörige Graph zur Funktion g. Wir können hier in dieses Kästchen g hineinschreiben. Und dann bleibt für den dritten Graphen eigentlich nur mehr die Funktion h über. Überlegen wir uns noch kurz, warum dieser ungefähr so aussehen könnte. Wir haben hier minus x zum Quadrat, das heißt, wir haben auch eine Parabel, aber eine nach unten offene Parabel, weil wir hier minus x hoch 2 stehen haben. Das heißt, wir haben hier den Funktionsgraphen von h. Warum dieser Graph so nach links und nach oben verschoben ist, würde jetzt den Rahmen von diesem Video sprengen. Wenn du hierzu mehr erfahren willst, dann schau dir nochmal den Videolernzyklus zu den quadratischen Funktionen an. Mit Hilfe dieser drei Funktionsgraphen wollen wir jetzt bestimmen, wie viele Lösungen eine quadratische Gleichung denn nun überhaupt haben kann. Und hierfür schauen wir uns zunächst die quadratische Gleichung x hoch 2 plus 1 ist gleich 0 an. Und also der linke Teil von dieser Gleichung entspricht ja genau der Funktionsgleichung unserer Funktion f. Und das heißt, die Lösungen von dieser quadratischen Gleichung sind wieder genau die Nullstellen von unserer Funktion f. Wenn wir jetzt uns aber den Graphen von f anschauen, dann erkennen wir, vielleicht ganz erschrocken, dass die Funktion f ja gar keine Nullstellen hat. Das heißt, tatsächlich hat die Lösung, also hat die Gleichung x zum Quadrat plus 1 ist gleich 0, keine Lösungen in den reellen Zahlen. Wenn du mir hier nicht glaubst, dann kannst du es gerne auch ein bisschen ausprobieren. Egal welchen Wert wir hier für x einsetzen, die linke Seite wird niemals 0 ergeben. Denn setzen wir zum Beispiel 0 ein, dann haben wir 0 plus 1, also kommt 1 raus. Oder würden wir
zum Beispiel minus 1 einsetzen, dann hätten wir minus 1 zum Quadrat wäre 1, 1 plus 1 wäre 2 und es würde wieder nicht 0 rauskommen. Das heißt, wir können keinen Wert für x finden, keinen reellen Wert für x finden, sodass diese Gleichung hier erfüllt ist. Das heißt, wir schreiben hier also in die Lücke keine Lösungen in den reellen Zahlen. Nun haben wir hier die quadratische Gleichung x zum Quadrat minus 6 mal x plus 9 ist gleich 0. Also der linke Ausdruck der Gleichung entspricht hier genau der Funktionsgleichung von der Funktion g. Wenn wir nun die Funktion g betrachten, dann hat diese genau eine Nullstelle bei 3 und das heißt, die quadratische Gleichung x hoch 2 minus 6 mal x plus 9 ist gleich 0 hat also genau eine Lösung, nämlich bei x ist gleich 3. Das kann man auch wieder nachrechnen, wenn wir hier für x 3 einsetzen, dann kommt auf der linken Seite der Gleichung 0 raus, also ist die Gleichung erfüllt und wir können hier in den Lückentext reinschreiben, eine Lösung in den reellen Zahlen. Nun bleibt nur mehr die letzte quadratische Gleichung über, also minus x hoch 2 minus 4 mal x minus 3 ist gleich 0. Und für diese schauen wir uns den Funktionsgraphen der Funktion h an. Und hier sehen wir, dass diese eine Nullstelle bei minus 3 und hier bei minus 1 hat. Das heißt, diese quadratische Gleichung hier hat zwei Lösungen, nämlich wenn wir für x minus 3 einsetzen, ist diese Gleichung erfüllt und wenn wir für x minus 1 einsetzen, ist diese Gleichung auch erfüllt. Das heißt, wir können hier in die Lücke reinschreiben, hat also zwei Lösungen in den reellen Zahlen. Das heißt, was haben wir in diesem Video herausgefunden? Eine quadratische Gleichung kann entweder keine, eine oder zwei Lösungen in den reellen Zahlen haben. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.